Heute vor genau 30 Jahren, am 19. Oktober 1987, crashten die US-Indizes. Der Dow Jones verlor über 20%, genauer gesagt 22,6%, wenn ich das richtig erinnere. Und das wären heutzutage etwa gut 5000 Punkte. Verluste beim Dow Jones also nicht unerheblich. Schon im Vorfeld in den Tagen zuvor, im Oktober 87, war es runtergegangen. Und dann passierte am Montag, eben am 19. Oktober 87, dieser heftige Abverfall, getrieben vor allem, und das ist vielleicht etwas, was uns eine Mahnung sein sollte, durch Computerprogramme. Die haben nämlich Absicherungsgeschäfte betrieben, um Long-Positionen abzusichern. Damals gab es eine Euphorie nach der Steuerreform von Ronald Reagan. Was für eine Parallele heute, nur damals ist die wirklich passiert. Ob sie diesmal passiert unter Trump, das ist die große Frage. Jedenfalls war es damals so, dass diese Computerprogramme eben dann in einer Art Kettenreaktion eben Verkaufsorders platzierten, um bestehende Long-Positionen abzusichern. Und als man merkte, dann es geht immer weiter runter, mussten Fonds dann eben auch Aktien auf den Markt schmeißen, und so gab es diese massive Reaktion. Wie ist denn die Lage heute? Wir haben gestern wieder mal einen massiven Anstieg etwa des Dow Jones gesehen. Der hat jetzt einen relativen Stärkeindex von knapp 86. Das gab es bislang nur zweimal. Einmal, glaube ich, 1997 und einmal in den 1950er Jahren, dass wir noch einen Ticken höher waren. Wir haben massive Euphorie in den Stimmungswerten, CNN Fear and Greed Index. Wir haben Intelligence Investor, die praktisch die Stimmung messen in Börsenbriefen etc. Da sind mehr als vier bullish bei nur einem bärischen und. Wir haben extreme Werte, gestern der Dow Jones ja das erste Mal über der 23.000er Marke geschlossen, sogar gleich über der 23.100er Marke. 160 Pünktchen ging es nach oben, davon 100 alleine IBM, 45 Goldman Sachs. Also so viel hat sich eigentlich gar nicht getan, wenn man diese beiden Aktien mal weglassen würden. Nasdaq und S&P deswegen auch kaum verändert. Also das war vor allem eine Story im Dow Jones. Wir haben eben jetzt die Situation, dass die Märkte so dermaßen anfällig sind, hat man das Gefühl. Da hält man fast schon die Wange hin und sagt, Leute, bei diesen Stimmungswerten, bei dieser Überkauftheit des Marktes, da ist es doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwie dann mal ein Rückschlag kommt, und das könnte relativ bald passieren. Man hat das Gefühl, die Märkte betteln geradezu danach, dass es jetzt mal einen Schlag ins Gesicht gibt sozusagen, denn bei solchen Werten, das kann nicht auf Dauer gut gehen, das wird nicht auf Dauer gut gehen, und so wird irgendein Ereignis kommen, was diese ganze Party dann schnell beenden wird. Schauen wir uns mal an, erstmal wie die asiatischen Märkte reagiert haben. Da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Nikkei, 13. Handelstag in Folge im Plus, 0,32%. Wir haben Shanghai im Minus, 0,36%. Hang Seng auch im Minus, dazu gleich mehr zu den Daten aus China. Wir haben auch schwache Daten aus Japan oder mindestens Daten zu den Exporten und Importen, die unter der Erwartung waren. Und wir haben Australien mehr oder weniger unverändert bei minus 0,03%. Was haben wir heute an Daten? Erstanträge und Philadelphia Fed Index. Gestern nachbörslich Zahlen von American Express und eBay. American Express ziemlich okay, eBay ziemlich katastrophal, Aktie abverkauft. Das der Stand der Earnings Season, der US-Berichtssaison. Heute wieder eine Menge Zahlen, aber eben nichts so ganz Dickes, was die Aufmerksamkeit erregt. Was sind die Themen heute? Das wird wichtig heute. Wir haben die Daten zu Chinas BIP gesehen mit plus 6,8% im dritten Quartal, genau in der Erwartung. Da hatte man vielleicht sich ein bisschen mehr erhofft, nachdem kürzlich Chinas Notenbankchef Zhu gesagt hatte, ja, also im zweiten Halbjahr, da werden wir 7% wohl erreichen in Sachen Wachstum. Das heißt, im vierten Quartal müsste Chinas Wirtschaft, um diese Aussage zu bestätigen, dann 7,2% wachsen. Aber diese Zahlen aus China zum BIP, die sind so vertrauenswürdig wie, naja, sagen wir mal, Aussagen von Donald Trump. Das ist also nicht so furchtbar ernst zu nehmen. Wir haben Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion gesehen aus China leicht über der Erwartung, aber Business Fixed Investment, also Bauinvestitionen, schwächer als erwartet, mit dem schwächsten Wachstum seit dem Jahr 2000. Und die Märkte sind so ein bisschen ernüchtert über das, was da in China eben passiert ist, was da an Zahlen gekommen ist. Das hat so ein bisschen die hoffnungsfrohen Erwartungen doch enttäuscht. Wir haben dann möglicherweise heute die Unabhängigkeitserklärung von Katalonien. Bis 10 Uhr läuft ja die Frist, die
die spanische Regierung der katalonischen Regionalregierung gegeben hat. Und was man hört, ist, dass man einfach hier nicht antworten will seitens der Puigdemont-Regierung. Und das würde dann eben Artikel 155 triggern, die dann von der spanischen Regierung praktisch gezogen würde, mithin also den Autonomiestatus aufheben. Und dann würde Katalonien, so heißt es, oder die katalonische Regierung, die Unabhängigkeit ausrufen. Wir sehen also jetzt, dass möglicherweise die Dinge erst richtig heiß werden, dass die Dinge jetzt sehr interessant werden. Denn was macht Spaniens Regierung, wenn eben Katalonien jetzt seine Unabhängigkeit erklärt? Wird man dann, wenn man praktisch keinen Zugriff eben auf die Verwaltung in Barcelona bekommt, wird man dann mit Polizei, mit Militär einmarschieren? Große Frage, 10 Uhr die Deadline. Wir werden da berichten auf finanzmarktwelt.de. Wir haben dazu noch schwache Bestellungen, so ist aus taiwanesischen Medien gemeldet, vom iPhone 8. Dass wohl nur die Hälfte der erwarteten Aufträge bisher eingesammelt hat. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Offenkundig, weil das iPhone 8 nicht so besonders mehr bietet als das iPhone 7 und deswegen sozusagen unattraktiv ist. Zweite Erklärung ist, man wartet auf das iPhone X, das ja im November dann auf den Markt kommen soll. $999 kosten soll. Apple scheint jetzt alles auf diese Karte iPhone X zu setzen, aber wenn das nicht klappt, wird es ziemlich eng. Der Kurs von Apple gestern schon rückläufig gegen den eigentlichen Trend. Wir haben dann jetzt die Bestätigung der Aussagen, dass Trump in den nächsten Tagen den neuen Fed-Chef ernennen wird. Das hat die Sprecherin des Weißen Hauses gestern Abend nochmal klar gemacht. Das wird also in den nächsten Tagen passieren. Und es gibt eigentlich jetzt, so scheint es, zwei Kandidaten, auf die sich die ganze Geschichte zuspitzt. Einmal Jerome Powell, der Favorit ist. Mehr als die Hälfte der befragten Analysten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sagt, der wird es. An zweiter Stelle Kevin Warsh. 13 von 40 Befragten sehen ihn vorne. Janet Yellen ist ziemlich weit abgeschlagen. Donald Trump wird sich heute nochmal mit Janet Yellen treffen und wahrscheinlich danach dann seine Entscheidung treffen. Vielleicht nicht heute, aber eben Janet Yellen ist die letzte dieser fünf Kandidaten, die noch im Rennen sind, mit denen Trump sich jetzt treffen wird. Und das könnte der nächste Trigger für eine größere Bewegung sein. Jerome Powell wäre neutral bis leicht positiv möglicherweise. Kevin Warsh wäre nach meiner Auffassung negativ, weil er einen ganz anderen Wind in die Fed bringen würde. Schauen wir uns mal jetzt die Charts an. Was wird da kommen? Was wird da passieren? Wir starten mit dem DAX, der gestern es mal geschafft hat, aus dieser Range ein bisschen auszubrechen, aus dieser geringen Range. Es nicht ganz geschafft hat, hier die 13.100er Marke zu knacken. Wir sind dann auf Exax-Basis ein bisschen schwächer rausgegangen, 13.050 Punkte, um und bei dort, wenn wir reinkommen, vielleicht nach aktueller Indikation 5 Pünktchen schwächer, 13.045. Im großen Bild hat sich nicht viel verändert. Wir sehen hier den S&P 500, der so ein kleines Top im Bereich 2563 gemacht hat. Im kurzen Zeitfenster ist die Frage, wie geht es hier weiter? Wie gesagt, die Märkte sind so dermaßen überkauft, dass es schon staubt. Wir haben hier den Dow Jones mit dieser massiven Bewegung, Gap nach oben gleich nach den IBM-Zahlen und dann eben weiter. Wie gesagt, die Werte sind extremst, da kann eigentlich oder da wartet man geradezu drauf, dass da irgendwie ein Einbruch kommt. Schauen wir uns den Nasdaq an, der dann eben die Gewinne im späten Handel gestern Abend an der Wall Street mehr oder weniger wieder abgegeben hat. Hier Apple übrigens gestern eben auch schon leicht im Minus. Was macht der Euro? Der ist vorhin noch über der 1,18er Marke gewesen. Wir sehen latente Dollarschwäche trotz der Aussagen gestern von Dudley, der sagt, ja, wir sind genau auf dem richtigen Weg, wir werden das, was wir in den Projektionen festgelegt haben, praktisch umsetzen. Das bedeutet faktisch Dezember Zinsanhebung und dann dreimal noch in 2018. Wir haben Dollar-Yen knapp an der 113er Marke, haben Gold, das sich nicht erholen kann, 1277, obwohl der Dollar eben nicht so kräftig ist auf der Brust. Ähnliches gilt für Silber, $16.93 und hier WTI Öl, das Dezember oder der Dezemberkontrakt bei $52.21 hoffnungsvoll durch die Aussagen, wonach es möglicherweise eine Produktionskürzung oder die Verlängerung der Produktionskürzung für weitere 9 Monate geben wird. Also heute vor 30 Jahren hat es richtig gekracht. Wenn man mal ehrlich ist, so furchtbar anders sind die Voraussetzungen derzeit nicht. Es ist wahnsinnig viel Hoffnung eingepreist, wahnsinnig viel Erwartung eingepreist.
Volatilität tendiert gegen Null. Wir sehen allerdings, dass zum Beispiel die Volatilität beim Dow Jones nicht geringer wird, obwohl der Dow Jones stark gestiegen ist. Normalerweise gibt es ja da eine Korrelation, wenn die Kurse steigen, tendiert die Volatilität dazu zu fallen. Das ist also ein Zeichen, dass da möglicherweise dann jetzt etwas Unruhe bevorsteht, und es ist möglicherweise auch saisonal gar nicht so untypisch, wenn im Oktober es mal ein bisschen rappeln würde. Die Märkte sind so dermaßen ruhig, dass da irgendwas ansteht, möglicherweise die Ernennung des neuen Fed-Chefs, keine Ahnung, was es sein wird, aber diese Ruhe, die wird bald enden. Das ist so ein Bauchgefühl von mir. Ich wünsche erstmal einen wunderschönen Donnerstag. Kommen Sie gut rein in den Tag. Bis dann, ciao.